Ich weiß nicht, ob ich hier reinpasse. So, wie ich mich bewege, so wie ich aussehe. Ich passe hier nicht hin. Diese Augen, diese Nase. Ich bin einfach nicht schön genug. Ich bin nicht schön genug, um hier reinzupassen. Ich bin zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu elastisch, zu knochig, zu enthusiastisch, zu energetisch, zu flexibel, zu spontan, zu dynamisch, zu angepasst, zu langsam, zu schnell, zu beweglich, zu hässlich. Ich entspreche nicht ihren Erwartungen. Ich bin einfach nicht gut genug. Mein Körper ist es nicht und damit bin ich es auch nicht. Ich versuche, mich anzupassen, es ihnen recht zu machen. Ich winde mich unter ihrem Einfluss auf mich und meinen Körper. Sie formen mich, aber ich kann nicht gut geformt werden. Ich kann nicht gut genug geformt werden. Vielleicht liegt es aber auch einfach an mir. An der Art, wie ich mich anziehe, wie ich mich zeige, mich bewege, mich verhalte. Ich glaube, ich muss mich verändern, um hier reinzupassen. Ich muss diese Kilos verlieren. Ich muss diese Schminke benutzen. Ich muss mich gesund ernähren, hohe Schuhe tragen. Ich muss joggen gehen, tanzen können, Nike tragen, viele Hobbys haben, gut in der Schule sein, studieren, immer auf dem neuesten Stand sein, schneller sein. Ich muss Freunde haben, die hier reinpassen. Ich muss reinpassen. Sie sieht sehr stark aus, aber ich finde dabei nicht so wirklich echt. Also für mich wirkt es irgendwie gespielt. Pink, pink, rosa, blau, weiß, schwarz, blau, braun. Also man sieht, dass es gut bearbeitet wurde. Ja. Aber so ganz authentisch finde ich das Bild jetzt auch nicht. Also ich glaube nicht, dass man durch die Stadt läuft, Konfetti schmeißt und Drink in der Hand und lacht. Sportlich. Gruselig. Schlange. Das erinnert mich auch an diese YouTube-Videos von früher, wo sich diese gelenkigen Leute immer in den Koffer gepackt haben. Sieht nicht so richtig froh aus. Man sieht schon sehr, dass es Werbung ist. Starke Frau. Also ich sehe da auch eine starke Frau drin, auch in ihrem Blick. So. Der ist sehr direkt, finde ich. Ja, sie sieht auch frei aus. So. Es ist halt eine ganz andere Körperposition als irgendeine alltägliche. Mein erster Eindruck war nur irgendwie dieses ganze Glitzer und dieser rosa Himmel. Und ich denke so, okay, alles klar, so ein Foto würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Vielleicht 10 Likes oder so bekommen schon richtig. Also zum Beispiel 86,5 Millionen. Ich glaube, 100 oder 200 Likes oder so. Und die anderen machen was gar nichts. Also es ist auch so in der Klasse, nicht man muss ihr folgen, aber es wäre halt schlau, ihr zu folgen, weil wenn man was nicht kennt von ihr, dann lacht dich direkt jeder aus. Geil. Und am Ende kriegen die halt nur so wenige 500 oder 700. Ich glaube halt, Social Media ist kein direktes Miteinander. Es ist Essen kriegen so 1 Million Likes oder so. Und dann kriegen die einfach mehr. Allein, wenn man sie
für den Geburtstagfeier aus mieten möchte für paar Stunden. Ja, mieten möchte, wird kostet auch schon so 400.000 Euro. Und mit diesem TikTok-Ding komme ich echt nicht mit. Aber ich glaube, das ist das Problem. Also, dass man das einfach, dass es einfach viel zu schwer ist, sich selbst als schön anzusehen, wenn man von außen etwas anderes gesagt bekommt. Ich finde auch, dass Social Media also Körper beeinflusst. Brauche ich nicht. Also, ich muss nicht so fame werden wie andere Leute, das meinte ich damit. So ein TikToker, der ist ein richtig schlechtes Vorbild. Der ist so ein Schmarrn. Also, manche sehen den als Vorbild. Jetzt lass mich ausreden. Ja, aber auf jeden nein, Fall. Also nicht, was, aber nein, aber das ist ja auch keine Privatsphäre mehr. Man muss halt nicht perfekt sein, um hübsch zu sein. So. Das Problem ist auch, dass ja eigentlich nur Menschen und Leben und Bilder dargestellt werden, die positiv sind oder die positiv sein sollen. Weil eben meistens nur Körper dargestellt werden, die irgendwie der gesellschaftlichen Vorstellung entsprechen oder Körper, die irgendwie gesund sind oder so in die Richtung, und die Körper, die eben da nicht so reinpassen, die werden auf jeden Fall deutlich weniger oft dargestellt. Und ich glaube, in meiner utopischen Welt gäbe es auch kein Social Media. Das ist jetzt vielleicht auch sehr radikal. In meiner utopischen Welt wäre es auch kein Problem, nackt zu sein, weil ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum wir irgendwie solche Schönheitsideale haben, weil wir gar nicht wirklich, also ich glaube, dass wir gar nicht genug normale, reale Körper sehen, um uns ein richtiges Bild davon zu schaffen, wie normale, reale Körper halt aussehen. Und dass wir uns deshalb irgendein Bild aneignen, das uns halt sonst wo gezeigt wird.
schön an mir, dass ich eigentlich die Welt so mit forschenden Augen anschaue, die halt einfach jeden Menschen so ins Visier nehmen und ja, keinen mit von ausschließen. So. Ich mag mittlerweile eigentlich insgesamt meinen Körper ziemlich gerne. Achso, soll ich direkt anfangen? Genau, das ich dachte, du fragst die Frage noch. Achso, okay. Und dass ich mir selbst vertraue. Also, was ich an mir schön finde, sind meine Haare, weil ich kann so viel mit denen anstellen, also ich kann die hochstecken. Meine Augen, weil ich habe so dunkelgrüne Augen, die mag ich, so lilagrün. Ich weiß nicht, man muss ja auch nicht alles an sich schön finden, man muss auch nicht immer schön sein. Also generell ist das eine schwierige Frage, finde ich. Aber generell, ich fühle mich wohl und es hat ja auch was mit Schönsein zu tun. Und für mich gibt es auch kein Perfekt oder Hässlich. Zum Beispiel, wenn Freundin sagt, dass sie abstehende Ohren hat. Das finde ich auch nicht hässlich, das ist auch voll schön. Und das fand ich ziemlich boom.